Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Die Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsgemäße Ordnung. Die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Die Justiz hat nichts gelernt aus 1933 bis 1945. Die ehemalige Führerhörigkeit wurde, mitsamt deren kriminellen Methodik, gegen die Hörigkeit zu Kapital und Gier eingetauscht. Dabei bestehen keine Skrupel. Selbst das Grundgesetz und die geltende Europäische Menschenrechtskonvention EMRK zu beugen. Undurchsichtiger Lobbyismus ist ein Teil der Korruption, deren Auswirkungen zum Schaden der Bürger und Verbraucher unübersehbar sind. Deutsche Richter und Staatsanwälte. Sie werden von Steuern des Volkes bezahlt. Sie kassieren Nebeneinkünfte und beugen in Verachtung der Menschenwürde Recht und Verfassung, um die Lobbyinteressen des Kapitals und der ihrer Nebeneinkunftsarbeitgeber zu wahren. Zerstören damit die rechtsstaatlich-demokratische Ordnung zum Schaden aller deutschen Bürger und mit Billigung der gesetzgebenden Legislative. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Einen Rechtsweg gegen das Unrecht gaukelt die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, EMRK, vor. Träumen Sie nicht weiter. Denn diese Konvention wird auch von Richtern des Europäischen Gerichtshofes in Straßburg im Interesse der Lobby gebeugt.